Ja, und weißt du noch, neben mir der Max? Max, ich habe keinen Fake gefunden. Du hast nicht, gell? Nein, aber etwas Kleines, das wir aufdecken dürfen. Da hat es ein Eis. Und du hast ja dann da dein Knöpfchen im Ohr, gell? Du weißt überhaupt nicht, was so reinsteht. Der von der Regie sagt dir, Max, Eis ist Sandra. Du läufst schon her. Sandra! Ich bin zu herzig, wie die ganze Presse immer probiert, wie sie Trickkisten, wie soll man aufzulüften. Aber du kommst schon per Funk die Mitteilung über. Ich weiss es nicht. Aber du kannst mir nicht sagen, wenn du da durchschaust, gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Jetzt zeigst du dir. Schlimm wäre es eben, wenn es eine Reihenfolge gibt oder irgendwie oder was immer. Aber nein, überhaupt nicht. Ich weiss es wirklich nicht. Also das heisst, ist Zufall. Nein, die haben all diese Namen nummeriert, aber das ist für Technik, das ist für die Regie, du kann nicht. Du lachst eben noch so. Ist jetzt lustig. Andrea Jansen! Nein, ich muss da mal einer von der offiziellen Stelle haben. Wir müssen ja irgendwie die Spannung können erzeugen, da in dem ganzen Saal. Und wenn wir es wüssten... Ja, du musst ja die Spannung haben. Was würde es bringen? Was würde es mir bringen? Das ist eine Frage. Eben, du weißt dann, wer es ist. Was bringt mir das? Ja, weil dann können das SF sagen, wieder zuerst Sandra nehmen und dann auch Fabian. Andrea! Nein, es ist nicht so. Es ist wirklich nicht so. Ich finde es wirklich cool, wie ich das probiert Also du sagst wirklich, so. Du siehst den Touren und du... Ab ja. Ein Buchstabe oder so. Machen wir noch mal mit. Hey, wo ist der Zettel? Deli. Andrea! Ja, ich gebe dir noch 5.